Jetzt schauen wir auf die Gegenwart. Wir wollen zunächst gleich schauen nach Chemnitz. Das ist ja eine Stadt in Sachsen, die seit geraumer Zeit in Aufregung ist. Sie wissen, liebe Zuschauer, es gab im letzten Sommer da die Tötung eines jungen Deutschen durch mutmaßlich einen syrischen Flüchtling. Und wir wollen an diesem Tag, an diesem Mittwoch, schauen, wie sich die Situation in Chemnitz heute darstellt und gleich auch fragen, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil heute sind dort wieder Demonstrationen angekündigt. Auf der einen Seite haben die Gewerkschaften sich angekündigt, auf der anderen Seite die AfD und sogenannte rechtsnationale Kreise. Wir wollen mal nachhören bei Michael Beverunge, der vor Ort ist. Herr Beverunge, wie ist denn zur Stunde die Situation und die Atmosphäre in Chemnitz? Ja, eigentlich wie den ganzen Vormittag schon völlig friedlich. Ich stehe hier quasi an der Trennungslinie, die die Polizei aufgebaut hat zwischen der DGB-Veranstaltung und der AfD-Kundgebung. Aber die Polizisten hatten nicht viel zu tun. Es gab ein paar Provokationen, es gab Pfiffe von beiden Seiten. Aber ansonsten war es tatsächlich sehr, sehr ruhig. Bei der AfD-Veranstaltung angekündigt waren etwa 500 bis 1000 Menschen, sind vielleicht 200, 300 gekommen. Bei der DGB-Veranstaltung sind es die erwarteten 2.000 bis 3.000 Menschen, aber beide Seiten sind sich eigentlich weitgehend aus dem Weg gegangen. Was ich noch sehr bemerkenswert fand, dass es eine Demonstration gab, und zwar aller politischer Parteien, auch ganz gegensätzlicher, also SPD, Linke und CDU und FDP, Grüne und Linkspartei, die haben mitgemacht bei einer Demonstration Aufstieg gegen Rassismus. Die einzige Partei, die da nicht dabei war, das war die AfD. Wie hat sich denn Chemnitz, wie hat sich die Atmosphäre in dieser Stadt entwickelt? Also heute ist es sehr demokratisch, um es mal so zu nennen, sehr ruhig. Dass die unterschiedlichen Positionen zu Wort kommen, ist ja auch gewünscht in der Demokratie. Wie hat sich denn sonst die Lage in der Stadt seit dem letzten August entwickelt? Naja, es hat zumindest einen sehr breiten Diskussionsprozess in der Gesellschaft gegeben. Der ist teilweise angestoßen worden von Politikern, aber auch von der Presse hier, von verschiedenen Gremien. Und man ist schon ins Gespräch gekommen über die Probleme der Stadt. Und viele in der Bevölkerung konnten auch ihrer Sorge Ausdruck verleihen. Es gab zuletzt erst eine Sicherheitskonferenz, wo es speziell um die Sicherheitsbedenken der Bürger ging. Also in breiter Linie wird über die Probleme der Stadt getroffen, auch wenn ich mit jemandem hier spreche, war in den letzten Wochen viel unterwegs in Chemnitz. Das treibt jeden um. Aber natürlich sagen die Chemnitzer auch, das ist nicht alles, was unser Leben hier ausmacht. Und da gibt es auch schon große Unterschiede. Und so sehen es die Chemnitzer insgesamt, dass man nach vorne gucken muss, dass das Problem mit Rechtsextremismus nicht beseitigt ist, hat man gerade ja erst vor ein paar Wochen gesehen, als es hier beim örtlichen Fußballverein zur Würdigung eines verstorbenen Neonazis kam, was natürlich für extremes Aufsehen gesorgt hat. Michael Beverunge war das aus Chemnitz. Vielen Dank für diese Erläuterungen.